Hallihallöchen, Leutings, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Tomb Raider 2. Wir sind das letzte Mal im Level die Quartiere stehen geblieben. Und ich bin natürlich heute auch wieder nicht alleine, denn man hört es im Hintergrund schon klicken. Ich habe einen Gast. Ein Gast, der in diesem Let's Play tatsächlich noch gar nicht präsent war, wenn man es mal so sagen will, ne? Ja, stimmt. Du wolltest mich eigentlich immer wieder dazu holen, aber es ist nie dazu gekommen. Nö, eigentlich wollte ich dich immer schon für dieses Level dazu holen. Also. Aber ich habe das ja auch wieder ein bisschen schleimen lassen, weil es ist natürlich so, musst ihr Schleimen, euch. lass es lassen. Ha? Lass es schleimen lassen. Ist aber eklig. Ja. wenn man natürlich mit anderen Leuten. Oder beziehungsweise ich habe ja gesagt, ich will mir für jedes Level Leute dazu holen. Oder für jede Ja. Folge. Aber das Level ist cool. Oh ja, das Problem ist, wir haben noch eine Challenge. Ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob ich es im Vorhinein gesagt habe. Deswegen kann das heute ein bisschen länger dauern, weil ich habe keinen Plan, wo hier alle drei Siegel versteckt sind. Du musst alle durch die. Oh, Ich habe fuck. sie bis jetzt in allen Leveln gesammelt. Das hat bis jetzt immer super funktioniert. Warte mal, du hast bis jetzt alle Secrets gefunden. Oh, das ist aber sportlich, du. Oh, dann muss jetzt. Oh, dann muss jetzt. Oh. Das wird interessant. Das glaube ich auch. Freundchen, das wird sehr interessant. Aha. Deswegen habe ich zum Beispiel Gäste, weil unter anderem können die dann auch mal fixen Walkthrough aufmachen, wenn es gar nicht mehr geht. Ist auf jeden Fall praktisch. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier in der Mitte war sogar ein Secret. Ja, ich glaube es auch. Ich wollte eigentlich gerade mal gucken, weil ich hier den Horst Arschloch über mir habe. Ach, das ist doch da. Ja, das war. Na, wir gucken erstmal. Ich habe keinen Plan mehr von. Wir müssen ihm einen Namen geben. Klaus. Igor. Igor Karkaroff. Ja, ich Ja, habe auf Lara meine guckt da Karte schon hin, wo geschaut. wir hin müssen. Das ist so. Kein Plan. Warst du da unten schon? Wollen wir mal? Aber ich kann mich daran erinnern, dass hier irgendwo ein Secret war. Aber ich glaube, das kam erst zum Ende. Das war irgendwie da oben irgendwie. Warte mal. Irgendwo da so. Da links, wo es gerade schwarz gerendert ist. Irgendwie. Das kann sein. Ja, so, wir gehen erstmal hier rein. Wir kommen hier in diesem Raum hier auf jeden Fall noch mehr als einmal zurück. Oh. Ich ahne Schlimmes. Aha. Speichern? 275 mal gespeichert und ich brauche bessere Waffen. Kann mich hier nämlich noch sehr düster daran erinnern. Du bist nur ein Schläger. Und sind schon finden, Tiny. Ich wollte sagen, ich habe hier mehrere in Erinnerung. Und ich weiß auch, wenn wir jetzt hier rauskommen, die locken uns jetzt in der Falle. Dann wird's ganz mies. Komm her jetzt, Arschloch. Das ist Klaus. Es war Diese Klaus. Typen habe ich immer gehasst. Es war Klaus. Und er schießt mit Schrotflinte und hat Harpunenmunition dabei. Willkommen in Tomb Raider 2. Das war der andere. Der hat es fallen lassen. Der hat die Automatik fallen lassen. So. Jetzt kommen diese Fässer, ne? Mhm. Das war immer so eine gemeine Stelle. Und so einer. Aber auch Braunschläger. Hallo Heinz. Das ist Günther. Und das ist Günther. So, nach kurzer Unterbrechung sind wir wieder da. Was geht? War hier nicht so ganz auch ein Secret? Es gibt so viele Möglichkeiten, wo es Secret Oh geben könnte. Gott, oh Gott. Ja, hi. So, und hier konnte man, glaube ich, mega abkürzen, wenn man. Oder musste man sogar? Ich glaube, man Man musste musste es. abkürzen. Man musste, das war keine Abkürzung. Ich speichere viel zu viel Scheiß drauf. Und wie wir das von Tomb Raider 3 kennen, immer auf einen neuen Slot speichern, wenn wir den Luxus haben. Alter, ich habe echt keine Ahnung mehr von dem Level, ne?
Ich erinnere mich nur düster. Ja. Tatsächlich. So, das hätten wir auch. Ich habe gar keinen Film mehr, das gibt's doch gar nicht. Weißt du, Tomb Raider 3 habe ich weniger lang oft gespielt und da habe ich einen deutlich besseren Plan. Ah. We have changed something. Ah, Kolben, die Zylinder. Ah. Wir haben den Motor bewegt. Hier erinnere ich mich dran. Ich weiß nicht, musste man hier runter? Wird sie nicht später irgendwie geflutet? Weiß ich nicht. Finden wir es raus. Ah, nee, da bist du jetzt. Du bist da wieder bei Ich den bin wieder hier. Kolben-Dingern. Zäumen. Holmdingsbums. Ja. Da oben ist Heinz. Oder was, Klaus? Nee, Igor. Igor. Igor, ich knall dir ab, Igor. Das war nicht Nicht gut. das machen. Keine Kopfschmerztablette für Lara? Nein. Aspirin ist böse. Das Böse. Da ist das Da ist ein Secret. Secret. Ich hab's zuerst gesehen. Hui. Okay. Igor! Rangerutscht auf den Zentimeter. No. Der sagt nein. Computer sagt ja. Haben wir schon alle Waffen? Bin ja. Sah vollständig aus. Ja. Secrets regeln. Oh, komm her, ey. Ich hab noch ein Date mit dir. Oh Gott, der arme Mann. Muss halt, er tut doch immer so hart. Und der? Weiß nicht, ficken? So gesehen hat sich gerade die Hose zugemacht, ne? Nein. Dieses Spiel ist ja übrigens ab 16, ne? Ursprünglich mal freigegeben gewesen. Ich glaube, man Ja, hat. weil wir nämlich Menschen töten in dem Spiel. In Tomb Raider 1 wurde offiziell nämlich nur Tier getötet. Ja, jein. Wir haben aber auch auf Menschen geschossen. Ja, aber du hast sie nicht getötet. Das ist der Unterschied. Nicht so brutal wie ein Anniversary. Das Geile ist ja, Tomb Raider 2013, also der Reboot, ist ja ab 18 freigegeben worden. Ja. Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider aber ab 16. Warum? Stimmt. Ja, der 2013, der war auch ein bisschen brutaler. Ich bin ein Noob. Der war brutaler, findest du? Also sowas, was sie mit Lara gemacht haben. Weil denk mal dran, in Naja. 2013, die ersten 3 Spielminuten, Lara hat, ein Speer, hat ein Dings in der Brust, Quatsch, in der Brust, genau, Bauch. im Bauch. Und zieht sich den raus, ist bei Kannibalen, der wird zerquetscht vom Stein. Bei Rice, ja, wir töten ein paar Menschen, wir haben hier ein paar Wölfe und sowas. Wir haben einen Bären, okay. Bei Shadow, ja, wir töten Stealth ein paar Lakaien. Hey. Wieso hast du nicht eigentlich gleich geladen?
Weil ich mit Controller ein bisschen langsamer bin. Nein, ich meine, wie du runtergefahren bist, Freund. Ich weiß gar nicht, ob ich dahin zurückkomme. Achso. Kann nämlich sein, dass nicht. Sowas machen sie doch gerne. Was war eigentlich damals dein Spiel von der Reboot-Reihe? Also, Lieblingsspiel. Lieblingsspiel. Ich tendiere tatsächlich fast zu Shadow mittlerweile, ne? Echt? Ja. Ich fand Shadow eigentlich langweilig. Ich habe da so eine Lieblingsstelle, da denkt sie doch, dass Jonah tot ist. Für alle, die es nicht gesehen haben, jetzt kommt Spoiler, bitte in den nächsten 3 Minuten überspringen. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Denkt, dass Jonah doch tot ist und dann kommt sie aus dem Wasser mit dem Messer. Ich fand die Szene so episch. Ja, die Szene war wirklich toll. Und vor allem, wie sie dann zusammengebrochen ist und geweint hat. Ja, als Jonah dann um die Ecke kam. Aber mein Lieblingsteil war tatsächlich Tomb Raider 2013. Ja, war mir zu shooterlastig, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Oh, das habe ich geliebt. Gerade diesen Shooter. Der war toll. Ich fand auch in Shadow zum Beispiel gut gelungen, die ganze Nummer. Ich habe mich ja im Let's Play dann wirklich mit aufgehalten. Ich habe ja diese kompletten Nebenmissionen da in Paititi gemacht. Also wirklich alle. Da habe ich bestimmt 6 oder 7 Stunden bis tief in die Nacht diese scheiß Missionen gemacht. Jetzt warte mal, habe ich jetzt. Ich habe Rise zu 100% abgeschlossen und ich habe. Shadow. Den Reboot zu 100% abgeschlossen. Shadow fehlt mir tatsächlich noch. Und es ist so viel, was du machen kannst. Aber Shadow habe ich auch nicht zu 100%, aber ich habe erstmal alle Nebenmissionen auf jeden Fall gemacht. Na gut, das gehört ja auch zu 100%. Richtig, aber ich habe jetzt auch nicht so 100% diese Reliquien und sowas gesammelt, weil ich war dann nachher irgendwo dann auch salzig, weil mein... Das war damals genau die Zeit. Da hatte ich gerade auf Windows 10 umgestellt und Windows 10 hat doch so eine Angewohnheit, oder Windows 11 ja auch, mit dem scheiß Spielemodus. Und... Das konnte ja irgendwie... Ja, am Anfang, na gut, wir hatten den am Anfang gespielt, wie es rauskam. Da hat doch Shadow so komische Probleme gehabt mit Windows. Das war mir eigentlich egal, das konnte ich umgehen. Da gab es so ein Workaround, da konntest du im Taskmanager die Priorität auf hochsetzen beim Prozessor und dann war das audio-synchron. Nee, aber dadurch, dass du den Dings hattest, den Spielmodus, hat er das Spiel priorisiert und die Aufnahme nicht. Und so. Dadurch hat er, meine Aufnahme hat er sogar noch hinbekommen mit Fraps damals sogar noch. Aber dann war halt Schluss und für Audacity ist nicht mehr genug Ressourcen geblieben und deswegen war meine Spur total verzerrt. Da habe ich. Stimmt, dass doch immer jede, also wirklich immer alle Spuren nach. Synchronisieren müssen. Und das hat mich dann so ankotzt, ich glaube, ich will das jetzt auf dem kürzesten Weg beenden. Beziehungsweise ich habe dann, glaube ich, sogar abgebrochen. Erst und wollte das Problem fixen. Und ich glaube, ich habe die letzten 2 oder 3 Folgen, die nachher wirklich so wieder synchron waren, die habe ich nachher sogar. Mit der Capture Card aufgezeichnet, weil ich die Schnauze voll hatte. Da habe ich mir einen Laptop geholt. Oder neben PC so einen kleinen. Und habe gesagt, komm, wenn er die Capture Card stemmt. Und habe gesagt, dann komm, dann mache ich es mit Capture Card. Scheiß drauf. Was tue ich hier eigentlich? Bin hier gerade leicht das verwirrt. Ich hab jetzt die Verwirrung ist verwirrt. Warte mal, du hast hier den Ding reingeschoben. Nee, hast du nicht. Da hinten hast du den reingeschoben. Hier ist nix. Warte mal. Ja. Den hast du geschoben. Warte mal, ich glaube, hier ging's. Weiter? Ah, ja klar. Weiß was. Ja. Ja, ich habe die Verwirrung verwirrt. Klar. So, und jetzt kommen wir hier nämlich wieder hoch. Ah, genau, weil du die Kiste geschoben hast. Jetzt. Genau.
Ich weiß, da war ein Secret unten noch beim Boot, aber das war, glaube ich, das Goldene. Jetzt fehlt mir aber auf meiner Liste noch das Grüne. Smaragd. Die Smaragd? Smaragd. Die immer grün genannt. Ach Mann. Silber, Gold, Smaragd. Ich komme immer auf die R2-Taste, weil ich noch im Tomb Raider 3-Modus bin und die Sprint-Taste benutzen möchte. Da macht sie nur einen seitlichen Schritt weg. Und jetzt kommen wir nämlich theoretisch da oben hin. Hoffe ich. Komischerweise beim nächsten Level, dass ich jetzt noch nicht spoiler, das hier ist ja auch ein cooles Level, aber das nächste Level finde ich bald ein bisschen cooler. Noch. Es ist auch, es ist schon das letzte dieses Abschnitts, das nächste Jahr, ne? Ah, ja, ja, ja. Das ist ein cooles Level. Aber das war sogar mein Lieblingslevel vom ganzen Abschnitt. Jo, mal gucken. Ich habe ja immer mal so gesagt, so ein, zwei Level kann man ja ruhig mal immer mit einem Gast aufnehmen. Wenn du Lust hast, wenn wir gut vorankommen. Ja, klar. So, und jetzt kam nämlich etwas, da habe ich mich, muss ich mal klar dazu sagen, so kleine Annonce. Ich habe das ja damals, glaube ich, in meinem alten Tomb Raider 2 Let's Play auch schon mal erzählt. Aber da war ich halt commentary-mäßig noch nicht auf der Höhe, wo ich heute bin. Und bei diesem mäßig gleich gar nicht. Ich habe mich damals mit meinem Vater gestritten, weil mein Vater der Meinung war, Schrägsprünge gehen nicht. So, jetzt erklär mir mal einer, wie man hier gerade springen möchte. Gar nicht. Funktioniert nicht. Man muss schräg springen, natürlich geht schräg. Man kann auch in der Luft lenken. Mit der Logik. Falls es mir einer gerade nicht glauben wollte und nicht gesehen hat, ich zeige euch jetzt gleich mal was. Das ist jetzt Hashtag unnötiger Tod. Death Counter. Yeah. Ich habe jetzt einfach nur nach vorne weggesprungen und habe in der Luft nach links gezogen, also. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber es funktioniert. So, und jetzt ist hier alles geflutet. Wo war das noch gleich? Das war da unten? Nee, doch. Doch? Doch, doch, das war da unten. Doch, das war da unten. Ich glaube auch. Da stirbst du. Na, sterb nicht, aber ich verliere auf jeden Fall Leben. Dann springen wir mal auf den Kolben zurück, würde ich sagen. Ach, das war auch noch ganz böse. Weil du da wirklich aufpassen musst, dass du dir nicht an der Decke den Kopf stößt. Normalerweise müsste das hier hoch genug sein, dass du genau kein Leben verlierst. Nein! Ich hatte den Finger noch auf der Gen-Taste hier. War das da? Weiß es nicht. Andere Seite. Nee. Nee, hier. Orientierung ist on point. Oh, ja. Hoppala. So, jetzt geht das hinter mir auf. Ich weiß aber nicht, ob das... Doch, es war eigentlich richtig, ne? Eigentlich kann ich nirgendwo anders hin, weil da oben war ich ja schon, da ging es auch nirgendwo hin. Wir können es ja nochmal abchecken wegen Secret und so, aber ich glaube, hier gibt es nichts zu holen. Nee, nee, nee. Von mir nirgendwo im Bobo vorher auch nicht hingekommen wären. Jo, also ich glaube, hier haben wir kein Secret mehr. Nee. Im letzten Level war es doch böse. Da ist das so eine komische Tür, die sieht genauso aus wie die Wand. Mhm. Oh Gott, Taucher. Nein. Aua. Hau ab. Ich hasse Taucher. Ich auch. Oh Gott, das war die Scheiße. Habe ich dir eigentlich Ton angemacht für die Übertragung? Nein. Gut, dass du es sagst. Das machen wir dann gleich mal bei die Aufnahme. Au! Moräne. Taucher. Schnell, schnell! Komm her, du Bitch! Dann nicht. Ja, ich würde aber sagen, an dieser Stelle war es das auch schon wieder mit dieser Folge von Let's Play Tomb Raider 2. Wir sehen uns das nächste Mal. Also, war's schon? Ja, 20 Minuten sind um. Verdammt. Das geht schnell. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.